Hi, ich bin Matthias, ich baue gerade ein Tiny House und heute zeige ich dir, wie ich meinen selbstgebauten Trailer in SketchUp geplant habe. SketchUp ist ein Freeware-Programm, was ihr auf der Herstellerseite kostenlos runterladen könnt. Ich nutze die 2017er Version, welche ich euch kurz für die Nutzung erklären möchte. In der Menüleiste stehen euch verschiedene Werkzeuge zur Änderung der Ansicht zur Verfügung. Das erste ist das Rotationswerkzeug, damit könnt ihr das dargestellte Objekt rotieren. Dann das Handwerkzeug, womit ihr das Objekt verschieben könnt. Eine Zoom-Funktion zum Vergrößern bzw. zum Verkleinern und eine Alles-Zeigen-Funktion. Das nächste ist das Maßband. Hier könnt ihr von Punkt zu Punkt messen und genaue Maße nehmen. Probiert das Ganze einfach aus. Die Datei findet ihr in der Videobeschreibung. Zukünftig werde ich die Datei mit allen Bauabschnitten erweitern und die aktuelle Version als Download jeweils unter den Videos zur Verfügung stellen. Nun möchte ich euch ein paar Sachen zu meinem DIY Tiny House Trailer erklären. Als Material habe ich Rechteckrohr in den Dimensionen 4x6 cm, T-Stahl in 7x7 cm und Rundrohr in 50 mm Durchmesser verwendet. Die beiden Grundträger sind aus Rechteckrohr und haben 3 mm Wandstärke. Diese habe ich beim Stahlhändler in 6 Meter langen Stangen gekauft. Die Zwischenstücke lagen bei meinem Papa noch auf Halde. Er war früher als Schlosser tätig und jedes Stück, was übrig war, hat er mit nach Hause geschleppt. Heute bei dem Material bzw. Schrottpreis sicherlich undenkbar. Als Achse kommt der anfangs erwähnte T-Stahl zum Einsatz. Diesen haben wir mit der großen Flex abgeschnitten und rechtwinklig geschliffen. An die Enden haben wir 10 auf 10 cm große Platten angeschweißt. An diesen habe ich Hinterradachslager vom Golf 4 angeschraubt. Hier müsst ihr, wenn ihr den Trailer nachbauen wollt, mal die Schrottplätze abklappen. Da solltet ihr eigentlich für einen kleinen Taler fündig werden. Die Radnahmen haben einen Lochkreis von 5x100. Hierfür passende Räder zu finden, ist bei Kleinanzeigen ein Kinderspiel. Unter dem Trailer haben wir zur Verstärkung einen Unterzug geschweißt. Diesen haben wir aus Material einer alten Baurüstung gebaut. Der Unterzug ist gegen die Hauptträger des Trailers ausgesteift. Er bringt enorme Stabilität in die Konstruktion. Ohne diesen würde der Trailer durchbiegen und das Tiny House nicht tragen können. Als Zugkabel haben wir 50 mm verzinktes Stahlrohr verwendet. Auch dieses stammt aus der alten Baurüstung. Um den Anhänger später ziehen zu können, haben wir eine alte Auflaufbremse hergenommen. Diese haben wir fest verschweißt. Eine Bremse besitzt mein Tiny House Trailer nicht. Wenn dich der Trailerbau interessiert, hier findest du ein ausführliches Video mit mehr Bauimpressionen.